Ich grüße euch im Videopodcast der Zeitverbraucher. Ja, Thema heute ist Advent. Ich habe einen Adventskalender geschenkt bekommen von der Firma Francis heißt sie, glaube ich. Und zwar geht es da um ein UKW-Radio. Die einzelnen Türchen beinhalten dann irgendwie Bauteile für dieses Radio. Fand ich sehr witzig, fand ich sehr schön. So, jetzt hatte ich heute mal so die ersten Bauteile so ein bisschen ausprobiert und angefangen, da ein bisschen mit rumzuspielen. Ich meine, so ein Radio habe ich ja schon das eine oder andere Mal zusammengebaut. Also weiß ich auch, wie es funktioniert. Aber es macht immer wieder Spaß, so diese grundlegenden Sachen mal wieder zu entdecken, wieder neu zu entdecken. Und ja, da habe ich, also man kommt hier so eine Schachtel zum Zusammenfalten. Und bis jetzt habe ich, ist ja jetzt Mitte Dezember, oder ja, sind ja schon ein paar Türchen offen. Und dann bekommt man hier so einen Lautsprecher, eine Platine, ein Akkuhalter oder Batteriehalter. Und da kann man halt jetzt sein Radio damit aufbauen, dachte ich. Ist ein bisschen erweitert sogar noch. Und zwar gibt es eine 24-seitige Anleitung. Und diese 24 Seiten, da sind elektrotechnische Versuche auch mit dabei, dass man so jedes Bauteil, was da so gibt, kennenlernt. Das mal rausholen. So, das ist hier so eine Anleitung und dann hat man hier dann wirklich so mal so erklärt, was ist ein Stromkreis und Widerstand und Diode und Lautsprecher und was passiert. Das kann man dann sich wunderschön auf dieser Steckplatine mal aufbauen und erklärt. Also super gemacht. Jetzt kommt man irgendwann an den Punkt, wo es dann wirklich ans Radio geht. Und ich dachte eigentlich, dass es dann irgendwann mal an den Schwingkreis kommt und zum Schwingkreis kommt und wie der funktioniert und wie man den abstimmt und wie das Ganze, so diese Grundlagen funktionieren. Aber das kam nicht. Es war hier die Seite 9. So, mit Radio Start. Und da geht es eigentlich nur darum, dieser ganze das FM-Radio ist in einem IC verbaut. Ich hole das hier gerade mal raus. Das ist so, und zwar in dem schwarzen hier in der Mitte. Und da sind die Schwingkreise drin, da ist dieser ganze, das Ganze, was man eigentlich diskret früher aufgebaut hat, ist da eigentlich alles drin und man wird auch hier jetzt gar nicht auf diese Schwingkreisen abstimmen, gar nicht eingegangen. Wenn man diese Rundumbeschaltung da mal gesteckt hat, dann funktioniert der eigentlich sofort. Man braucht nur mal irgendwie die Sendefrequenz jetzt irgendwie einzustellen, sondern da ist ein automatischer Suchlauf drin, der bleibt beim nächsten Sender einfach stehen. Und man hört da auch gleich Radio, also sehr, sehr faszinierend. Und da bin ich jetzt ein bisschen ins Grübeln gekommen. Warum? Zum einen, warum löst man das mit dem IC in so einem Baukasten? Warum hat man da keinen Schwingkreis, den man mal erklärt? Da habe ich ein bisschen gegrübelt, ja, und letztendlich, es ist aber eigentlich mehr wie logisch. Man kann in der heutigen Technik, glaube ich, gar nicht mehr so bis in die letzten Grundlagen reingehen. Kann man schon machen, aber fürs Verständnis ist das relativ unerheblich. Das ganze Thema ist so komplex geworden, ob das jetzt Elektronik ist oder IT allgemein, dass man die Zusammenhänge grob kennen muss. Dass man sich auch dann hier mit so einer Elektronik, mit so einer Schaltung beschäftigen kann, ja. Aber bis ins letzte Detail auf die unterste Ebene runterzugehen, ist nicht mehr nötig. Man muss nicht das Rad zum tausendsten Mal neu erfinden. Es gibt heutzutage Bauteile wie dieses IC, das den Job eines Radios erfüllen kann. Mit ein bisschen Rundumbeschaltung, also es ist ein Kondensator, ein Elko
und Stromversorgung und ein Widerstand, mehr ist es eigentlich nicht. Und das eine hier ist die Antenne. Und das reicht. Und wie gesagt, man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden und immer wieder zeigen, wie ein Schwingkreis funktioniert, der dann auch noch abgestimmt werden muss, der eingestellt werden muss. Das Thema ist heutzutage rum. Und wenn man das Ganze so sieht, finde ich es dann schon wieder gut, dass man sich mal so eine Ebene nach oben begibt bei so einem Thema und nicht mehr wirklich bis aufs letzte Bauteil das Ganze erklärt. Weil ich weiß nicht, also ich glaube, dieses IC ist ein Cent-Artikel. Da lohnt sich überhaupt nicht, da irgendwie Schwingkreise selbst aufzubauen. Für den normalen Job ein FM-Radio sind der zu empfangen, ist so ein Bauteil allemal gut. Und dass man noch so ein bisschen für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, noch ein bisschen was über Elektronik lernt, was ist ein Kondensator, was ist der Unterschied zwischen Kondensator und einem Elko, wie funktioniert eine Diode, was ist ein Widerstand, das finde ich schon sehr interessant und ich bin mal gespannt, was jetzt da in den nächsten Tagen noch so alles für Experimente kommt. Also es fängt wirklich ganz, ganz. Ganz, ganz unten an. Also man hat da als allererstes mal den Stromkreis an sich erklärt. Dann hat man irgendwann mal den Lautsprecher knacksen hören, wenn man dem halt mal eine Gleichspannung von der Batterie leicht drauf gibt. Dann ist hier so ein Schalldämmer gebaut worden, wie man den Stromkreis unterbrechen kann. Dann ist irgendwann dieser Elko hinzugekommen, da hat man dann gemerkt, das Knacksen im Lautsprecher wird lauter, weil einfach der Elko sich auflädt und dann eine höhere Spannung abgibt. Also sehr interessant und ja. Also für den Einstieg oder für Elektronikbegeisterte, die da mal einen Einstieg haben wollen, sind so Bausätze oder hier jetzt in Form eines Adventskalenders, finde ich wirklich richtig gut. Wie gesagt, es hat mich aber echt so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, dass man heutzutage in der Technik nicht mehr wirklich alles bis auf die unterste Ebene erklären und auch verstehen muss, weil die Technik so weit fortgeschritten ist, dass das Rad nicht zum tausendsten Mal neu erfunden werden muss. Ja, fand ich sehr nett. Ich habe mich da wirklich drüber gefreut und werde auch mit Begeisterung, glaube ich, in den nächsten Tagen immer wieder mal die Versuche da so nachbauen auf dieser Steckplatine. Ja, witzig. Okay, ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit und ja, bis zum nächsten Mal hier beim Zeitverbraucher. Servus.